Wir schreiben den 1. Raja 1026 nach Bosbarans Fall, also vor etwa 4,5 Jahren. Wir befinden uns in Alanfa, beziehungsweise genauer gesagt in der großalanfanischen Universalschule der Stadt des Raben, Halle der Erleuchtung, gestiftet von seiner halbgöttlichen Weisheit Nandus. Hier steht gerade in dem Innenhof der Fakultät der Magierakademie und seid zu einer Expedition als Conquistadores geladen. In einem Kreis steht eine Gruppe von Leuten, und zwar um den Weißmagier Abel Mirja Morenes herum, der dort steht und seine anderen Begleiter betrachtet. Ja, ich bin Abel Mirja Morenes, Abgänger der Halle des vollendeten Kampfes Betana, und darf diese Expedition begleiten und hoffentlich zu einem sicheren Ende bringen. Das ist ein klein gewachsener Ptolemide, der aussieht, als hätte er sein letztes Bad vermutlich kurz nach seiner Geburt erhalten. Er bezeichnet sich selbst zwar als Leibwächter, aber für den typischen Söldner sieht er sehr leicht bewaffnet aus. Also er hat eine einzelne Lederweste an und einen rostigen Dolch im Gürtel hängen. Aber er sieht recht aufmerksam aus und freudig, hier dabei zu sein. Er sieht sich gerade um nach den anderen Teilnehmern. Inaras ist eine sonnengebräunte Frau mit struppigen kurzen Haaren. Sie sieht ein wenig so aus, als wäre sie gerade aus dem Bett gefallen, und hat irgendwie so einen permanenten, erschrockenen Ausdruck auf dem Gesicht. Und gekleidet ist sie, naja, wie jemand, der zu einer Expedition aufbricht. Zweckmäßig grün-braun. Und ja, sie hat das wohl schon öfter gemacht, Leute in die Wildnis geführt. Ja, Rodriguez Salvatore, Abenteurer, Enter und nebenberuflich Sklavenfänger, verdient sich auch die ein oder andere goldene Münze mit solchen Expeditionen, hat schwarzes, kurzes bis kurz über die Schulter reichendes Haar, typisch südländische, dunklen Hautton, Kleidung aus robuster Lederkombi, ebenfalls gut für eine Expedition angezogen, und an seinem im Gürtel unten sitzt eine Peitsche. Durch eine der vielen Portale könnt ihr erkennen, wie eine weitere Person auf euch zuschreitet, viel zu spät, normalerweise pünktlich geladen, vor allem Abel, mir ist das natürlich besonders recht, wenn jemand pünktlich erscheint, stolpert eine weitere Person gerade zur Tür hinein auf euch zu. Scusi, es tut mir leid, ich bin etwas später. Ihr müsst aber mehr Morenis sein, nicht wahr? Freut mich, ich bin Jeff, ich bin hier für eure private, nun, Ausstattung. Ich werde selbstverständlich für euch alles tun, was ich kann. Nun. In der Tat, ihr kommt nicht von hier? Nein, ich komme von weit her, wie man vielleicht unfair an meine Akzente. Nun ja, ihr versteht. Und ich vermute Almada, nicht wahr? Ah, ja, im Grenzgebiet von Almada. Wunderbare Fleck Erde. Aber mein Name ist mehr Thulamidisch. Natur. Jeff mit DSCA. Nun, Jeff, wisst ihr, worum es hierbei geht? Ja, es ist eine Expedition in die Dschungel. Also mir hat man nur gesagt, dass Rafim hier sein würde. Kommt der noch? Nun, er wird sich zu gegebener Zeit zu uns begeben, zusammen mit dem eigentlichen Expeditionsleiter. Ich bin nur für die magische Sicherheit dieser Expedition verantwortlich. Auf wen warten wir denn noch? Rafim, ist das dieser Krieger, der angekündigt wurde? Ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber es scheint eine wichtige Person zu sein innerhalb von unserer Gruppe, nicht wahr? Wir sollten warten. Junge Dame, was macht ihr denn? Oh, Boron zum Gruße. Nun, meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass euch keine wilden Tiere und keine Pflanzen umbringen. Oh, das ist fantastico. Was ist eure Lieblings-Imannmannschaft? Sie sieht dich ein wenig entsetzt an. Ich bin nicht sicher. Oh, tretet mal wieder ein Stück zurück. Die Senora hat doch schon genug von eurem Gelaber. Seht ihr das nicht, ja? Kannst du denn keine Lieblings-Iman-Mannschaft haben?
Jeder hat eine Lieblingsmannschaft. Junger Mann, ihr habt doch sicherlich auch eine. Na? Ja, sicher, das sind die Halunken Halim. Oh, eine wunderbare Wahl. Die haben einen fantastischen Spieler. Na, aber mal gucken, ob sie diese Saison etwas reißen. Ja, ich glaub's nicht. Sie wurden schon wieder gesperrt, letztes Spiel, weil sie jemandem die Zähne rausgeschlagen haben. Davon habe ich noch gar nicht gehört. Oh, tragisch, tragisch. Ja, Moirenis, was ist da eure Lieblingsmannschaft? Nun, ich betreibe diesen Sport nicht und ziehe es auch vor, auf diesen Spielen fernzubleiben. Es ist doch sehr, nun ja, barbarisch. Barbarisch? Also seid ihr Fan von der Totschlag Dobrien? Nein, weder dieser Mannschaft noch irgendeiner anderen Mannschaft. Dieser brutale Sport. Ja, Abelmir, du fragst dich gerade, was du hier sollst. Du hast jetzt Betana verraten, kann man so sagen, dafür, dass du jetzt hierher gefahren bist nach Al-Anfa. Du wolltest eigentlich die mysteriösen Geheimnisse der bomberadianischen Magie entschlüsseln. Das war dir dein Anliegen, hast hier Brief um Brief an die Spektabilität Zornbrecht geschrieben und du sollst für das Wissen als Entlohnung dann im Vorfeld auf diese Expedition gehen mit diesen Halotris, mit diesen Halunken. Ob das eine erfolgreiche Mission werden kannst, du, dein Gesicht ist ein bisschen rot, ist alles ein bisschen beinlich, das ist einfach nur Zeitschinderei. Da kannst du erkennen, wie drei Personen durch eine andere Tür zu euch herantreten, durch ein großes Portal, und zwar drei Personen, die unterschiedlicher nicht sein können. Die eine Person, relativ dicklich, möchte man meinen, ein Magiergewand, was zur Hälfte geöffnet ist, sodass man die Brusthaare daraus erkennen kann, mit dem mächtigen Schmerbauch. Die Fingernägel sind so ein bisschen spitz zulaufend angefeilt. Die andere Person daneben auf der rechten, ein gewaltiger Berg aus Muskeln. Ein Mann, grob 2 Meter groß, würdest du sagen, der auch bewaffnet ist mit einer gewaltigen Sense, ein Todesapparat. Und auf der anderen Seite, auf der linken Seite des Magiers der Spektabilität, eine Person, die wiederum anders aussieht. Und zwar Schwindeldürr, ein schwarz gewandelt, ein Nekromant, so wie er im Buche steht. So treten die drei auf euch zu. Und Lomarion Zornbrechte verbeugt sich angedeutet vor dir. Rafim, kürzlich zur Silberfaust befördert worden, sieht genervt aus, offensichtlich einer Dschungelexpedition. Versucht aber ein Grinsen aufzusetzen, weil er ja in hoher Begleitung ist. Also, welcher von denen ist dieser Moranis, den ich beschützen muss? Das bin ich. Moranis. Ja. Moranis, nicht Marinus. Seid ihr euch da sicher? Bei mir steht Moranis. Es ist sie, er ist eine sehr wichtige Person. Aber mir ja Moranis. Nun, der Name ist nicht so wichtig. Ihr seid etwas spät, nicht wahr? Dringende Geschäfte und Brieflichkeiten, die wir erledigen mussten, verzeiht. Was macht dieser Mensch dort? Ihr sagtet, ich wäre die einzige magische Begleitung auf dieser Expedition. Magus Aurelio Malagrey, ein Nekromant aus diesem Hause, der euer Expeditionsführer sein wird. Ja. Seine Forschungsgebiete, die zu den Voodoo-Kriegern und deren Yakai, den Untoten, die erhoben worden sind durch Borons Gnade, verdanken euch die Anwesenheit der Basaltfaust. Seid dankbar. Oh, wir sind sehr dankbar. Sehr dankbar. Mille grazie, mille grazie. Eine Basaltfaust, die uns zu begleiten wird, hä? Ich wusste, dass meine Riecher diese Expedition richtig erkannt hat. Ich hatte schon gedacht, du willst mich verarschen, Rafim, aber bist ja doch noch gekommen. Ja, es ist eine ganz besondere Freude, dass ihr heute auch hier seid. Keine Sorge, Moranis. Ich bringe dich lebend zurück. Werde ich nicht enttäuschen, versprochen. Senior, ihr seid euch nicht sicher, zu wem man das jetzt genau gesagt hat. Senior Rafim, ihr seht sehr muskulös aus. Ich bin sicher, ihr werdet eine fantastische Unterstützung für unsere Expedition sein. Ja, da bin ich auch ganz sicher. Nun zur Expedition. Meine Zeit verlangt andere Dinge. Ihr sollt eindringen zu den Voodoo-Kriegern in deren Zentralkomplex, den großen Kral. Etwa 2 Wochen von hier, 2 Wochen Tagesreise. Dort sollt ihr eine Woche bleiben und Dinge herausfinden, die Magister Malagrey herausfinden mag.
Ihr dürft ihn begleiten und niederschreiben, was ihr mögt. Dürft veröffentlichen in Betana, was ihr wollt. Dies sei nicht von unserer Angelegenheit. Darüber hinaus bekommt ihr Zugang zur Bibliothek, solltet ihr erfolgreich sein und Malagrey wieder hier ankommen. Der Auftrag besteht also, sucht den großen Kral auf und vorbei an den Schluchten ohne Wiederkehr, den Chumbis, den Bohua-Pilzen. Rafim beschützt sie und die anderen bewahrt die Wege. Aber wir haben das Wichtige noch nicht geklärt. Was ist mit der Bezahlung, dem Gold? Ihr werdet bezahlt werden, ausgiebig, solltet ihr wieder zurückkommen. Dabei wichtig ist vor allem das Leben von Magister Malagrey. Morenis hier ist sein Untergebener. Auf sein Leben solltet ihr wohl achten. Das ja. Aber wichtig ist Malagrey. Was, wenn nicht alle zurückkommen? Dann... Ihr werdet nicht bezahlt, sollte er nicht ankommen. Und die Magier kommen wieder, dafür garantiere ich. Wenn einige von uns nicht wiederkommen, wird dann der Lohn zwischen den anderen aufgeteilt? Geld war noch nie unser Problem, aber wir aasen damit auch nicht. Das entscheidet Malagrey, wenn er fertig ist. Das bedeutet nein. Ja, gibt ihr keine zusätzliche Lohn. Ich wende euch sichere Wege durch den Dschungel und falle euch nicht zur Last. Ah, Signorita, vielen Dank. Das ist eine Erleichterung für mein Gemüt. Grazie, grazie. Ihr würdet uns doch niemals zur Last fallen. Sentenza, sind euch die Voodoo-Krieger ein Begriff, die hier 2 Wochen abseits leben? Vertraut wäre zu viel gesagt. Sie sind gefährlich. Ich verstehe es, einen Bogen um sie zu machen? Nun, eben darum geht es. Ihr sollt keinen Bogen schlagen, sondern in deren Zentrum eindringen. Den großen Kral. Ihr sollt sie aufsuchen. Entsetzter Blick. Jawohl, Herr. Ich, hochgelehrter Herr, ich werde sie dorthin führen, ja, wenn ihr das wünscht. So, Anbrecht, sag mir, warum dieser Weißmagier aus Betana mitkommt. Ich komme auch gut ohne ihn zurecht. Sorg dafür, dass er mir nicht auf die Last geht. Er schwitzt doch jetzt schon, ohne dass wir losgegangen sind. Ich bin mir nicht sicher. Ich hatte mir das Klima hier nicht so drückend vorgestellt. Ich hatte angenommen, Betana bildet Kampfmagier aus. Natürlich bin ich ein Kampfmagus, aber diese drückende Schwüle und dieser tägliche Regus ist widerlich. Signore, wenn ihr wollt, nehme ich natürlich einen Schirm für euch mit. Ich bin also Leibdiener engagiert worden. Wenn es etwas gibt, lasst es mich doch bitte wissen. Inneres, sagtet ihr, Fräulein Sentenza, was empfiehlt ihr für, nun ja, Bekleidung? Naja, vielleicht besser kein Weiß. Damit fallt ihr sehr auf im Dschungel. Und ihr würdet sicher grüne Flecken auf eure schöne Robe bekommen, gelehrter Herr. Feste Stiefel, damit ihr nicht in irgendetwas Giftiges hineintretet. Und eine Hose wäre gut. Eine Hose. Und denkt an die täglichen Regengüsse. Ach, Morenes, ein horasischer Pinkel, der wird doch so sein Kleid nicht ausziehen. Nun, ich werde mich anpassen. Ich bin schließlich hier, um zu lernen. Runriges, pass auf deine Schnauze auf. Der Magier wird mit Respekt behandelt. Ich habe nur Befürchtung, wie schwer diese Mission wirklich wird. Ich wurde im Unklaren gelassen, wenn eine Basaltforce uns begleitet. Dann seid ihr sicher. Ich denke auch, schaut euch doch die Muskelmasse von dem Mann an. Es wird uns nichts passieren, ne? Alles Gute. Nun gut, ich werde mich an Rafim halten. In seinem breiten Rücken kann man sich verstecken. Ich passe auch schon auf euch auf. Macht euch gar keine Sorgen dran. Ja, Rafim, bist wohl der Kräftige und nicht der Schöne in der Gruppe, eh? Ja, mit dem ersten würde ich euch recht geben. Naja, ihr seid aber auch nicht besonders schön da.
Also von daher wisst ihr wohl, wovon ihr sprecht. Aber ich kann es mir auch vorstellen. Also, Magister Malagrei, was genau ist das Ziel? Die rätselhafte Form der Chubbies, der Yakai aufklären, ihre Boron geweihten. Sie erheben Untote, die an Tageslicht wandeln können. Der Patriarch will ihre Geheimnisse. Nun, ich bin mit diesem Ausdruck nicht vertraut, aber es hört sich nicht gut an. Ein einfacher Untoter, oder? Eben nicht. Sie wandeln bei Licht. Geweiht. Nun gut. Ich hoffe, ich bete darum, dass ihr vorbereitet seid. Die einzig störende Komponente seid ihr, Betana. So, so. Das wollen wir doch vermeiden. Magus, seid ihr eine tote Beschwörer? Nekromant. Ah, es ist sehr beeindruckend. Ich hoffe, euch ist bewusst, dass ihr im Dschungel, im ewigen Urwald, den Codex Albyricus nicht aufrechterhalten werden könnt. Nein. Zieht euch doch um. Sentenza, wärt ihr so freundlich, mich zu begleiten auf dem Bazar hier? Gewiss, gelehrter Herr. Nun, dann werde ich mich an dieser Stelle verabschieden. Wir wünschen euch viel Erfolg, Morenes. Und euch natürlich auch, Margus Malagrey. Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Schaut doch zum Perlenmarkt. Von dem habe ich gehört. Folgt ihm bloß nicht allein in eine dunkle Gasse. Senor, es soll hier euch auch begleiten, um eure Taschen zu tragen oder etwas Ähnliches. Nein, danke, das will ich schon schaffen. Natürlich, natürlich. Ja, falls es noch etwas geben sollte, ich bin selbstverständlich die ganze Zeit für euch da. Morgen zur sechsten Stunde. Hier, findet euch ein. Rafim, folgt mir, wir müssen noch etwas besprechen. Ja. Goragon kommt Rafim tatsächlich nachgedackelt wie ein Trudorer Welpe. Ja, Zornbrecht scheint das nicht zu interessieren. Man würde sich dann aber an Rafim wenden. Also, was hältst du von ihm? Ja. Traust du ihm etwas zu? Die Robe, das ist doch hier irgendwas unter euch Magiern, oder nicht? Die weiße Robe signalisiert den Status der weißen Gilde. Sie beten oft zu Praius und Hesinde. Vor allem Praius. Ja, wir machen alle mal Fehler. Aber er geht in den Dschungel und das als Horasier mit allen Fahnern. Das spricht für Mut. Kor würde da lächeln. Mit Kor hat das nichts zu tun. Du wirst dafür sorgen, dass Margus Malagrey überlebt. Abelmirja Morenes hingegen nicht. Kümmere dich um ihn. Ich werde dir nachher weitere Details dazu geben. Ja, natürlich. Ja, dann steckt irgendwie seinen Kopf an Rafim vorbei. Wer hat mir dann trotzdem bezahlt? Selbstverständlich. Allerdings geht es um den genauen Ablauf der Dinge. Er darf nicht irgendwann sterben, sondern zu einer besonderen Zeit. Super. Super, Rafim. Egal, was wir machen. Wir kriegen so oder so die Kohle. 4,5 Jahre später, im Travia, 1031 nach Bosporans Fall, in einer Taverne. Nun gut, ich denke, es wird bald Zeit. Die Abendmesse sollte mal stattfinden. Ich denke, ich werde hierbei wohnen. Und danach treffe ich mich mit den Geweihten in den Sieben Spiegeln. Ja, ich wollte noch ein bisschen in die Bibliothek. Ich denke, ich will dich begleiten. Zur Zeit einmal nachzuschauen, was hier nun vorhanden ist. Genau, das wäre auf jeden Fall sehr interessant. Na gut. Diamantes, wenn ihr nicht mit in den Imperatorstempel kommen wollt für die Messe, könntet ihr euch vielleicht schon mal in diesem Bordell umsehen, falls ihr es nicht kennt. Natürlich würde es Praios eher gefallen, wenn ihr der Messe beiwohnen würdet, aber machen wir kein Aufsehen drum. In dem Bordell? Welchem Bordell? In den Sieben Spiegeln. Nein, ist mir nicht bekannt. Ich weiß, dass in der Stadt ein Raya-Sauchhotel liegt, die Frauen da. Aber, nee, das Sieben Spiegel, wo liegt das? Es ist 1-2 Straßen vom Praios-Tempel entfernt. Wir haben es, Tulemin und ich haben es im Vorbeigehen gesehen, in Richtung des Hafens. Ja, dann werde ich euch mal in diese Richtung begleiten. Ich wollte sowieso heute noch zur Admiralität mal einen Blick an den Krieghafen zu werfen und. Hervorragend. Dann, wenn ich mit dem
natürlich getrennt mit den Gewalten von der Messe zurückkomme. Achtet ihr auch bis dahin darauf, dass sich niemand reinlässt, der uns beobachten könnte. Was meinst du, Rafim? Noch ein Glas Wein in den Raya-Tempel? Ja, ich wollte euch den noch zeigen. Er ist nicht so beeindruckend wie eurer oder nicht so alt, aber er hat seinen Charme. Ich würde ihn trotzdem gerne besuchen. Vor allem mit euch. Das freut mich. Also dann, wann treffen wir uns wieder? Die anderen kommen ohne euch nicht auf den Silberberg, oder? Schwierig. Aber die werden hier schon wieder auftauchen. Nun, zur Not müssen sie sich eben ein Zimmer nehmen. Ihr solltet die Stadt nicht unterschätzen. Verschwindet so mancher. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um die. Ja, vor allem Yalan hat schon wieder riskante Dinge vor. Nützliche Dinge, aber... Naja. Ja, das mag ich so in dieser Stadt. Sie ist immer gefährlich. Aber so wunderschön. Nur dann lebt man richtig, oder? Das haben unsere Städte gemeinsam. Hat immer... Naja, den heißen Atem der Gefahr im Nacken. Und dadurch wird das Leben umso lohnender. Man weiß, dass es keine Selbstverständlichkeit ist. Aber auch umso kürzer. Bin überrascht, wie lange ich es durchgehalten habe. Das mit allen Armen. Ich meine, Yalan ist ja schon so schwer verletzt worden. Kommt aus dem gemütlichen Mittelreich. Ja, egal wie groß und egal wie kräftig oder gespannt mit der Klinge einer ist. Es bewahrt einen nicht vor dem Tod. Nicht bei der Art von Feinden, die wir uns gemacht haben und ständig wieder machen. Ja, ich denke auch, wir sollten vorsichtig bleiben in der Stadt. Verschätzt die Leute. Nun gut, dann sollten wir wohl besser darauf achten, dass die anderen einen sicheren Schlafplatz haben und nicht zu lange bleiben. Naja, ich weiß nicht, ob ich mich losreißen kann, aber ich will mal nichts versprechen. Nun, Sie wissen, wo wir sind. Vielleicht kommen Sie einfach zum Raya-Tempel? Guter Punkt. Ja, und dann würde Rafim zum Raya-Tempel aufbrechen. Ja, wie gesagt, ich würde Boltax ihn zusammen gemeinsam zurück zur Akademie zurückgehen und tief in den Bauch der Bibliothek einsteigen und ja, vermutlich zuerst den Bibliothekar befragen nach bestimmten Werken, Büchern. Ja, vielleicht haben die auch einen Index, ich weiß es nicht genau. Ich suche ja nach den Geheimnissen von Yal'Zogoth und Morodal, Mordor, den Sternfall zu Zelem wahrscheinlich. Gut, alles klar, suche ich dir raus. Gib mir mal bitte eine Sagen und Legenden. Sagen- und Legendenprobe, genau, zum Recherchieren. Und was möchte Boltax tun? Ich hätte ja mich, wie gesagt, nach Edu, also nach den Magiergrafen von Edas, noch weitere Sachen gesucht. Also auch nach dem Terillion Tetraeder, das damit in Verbindung stand, dem Schleier der Gleichmut. Geografie? Geografie habe ich nicht. Das war Orientierung. Orientierung. Oder Orientierung als Ableitung. Wie viel erschwert? Jo. Edas ist eine kleine Region, ein Dschungeldorf. Keine richtige Stadt. Es ist ein Dschungeldorf auf der Insel Altum. Das bedeutet, der Wahrsager hatte gar nicht mal so viel Unrecht, denn Altum befindet sich im Südosten von euch, von Al'Anfa, und man könnte den Hafen anlaufen über Charybso. Das ist dann eigentlich ist es der einzig richtige Hafen nach Altum, auch in der Nähe von der sagenumwogenen Stadt Altair, wo auch Galotta wohl gesehen worden sein soll. Borberat, man spricht von irgendwelchen Drachenkarfunkeln, die da waren, und irgendwelchen geheimnisvollen Artefakten. Aber dort soll wohl auch irgendwo auf der Insel Edas sein, der Magiergraf von Edas. Man weiß ja nicht viel drüber. Vor irgendwann 400, 500 Jahren wurde das Ganze gegründet.
sagt man wohl, und seitdem wird der Besitz bzw. der Titel weiter vererbt. Es gibt also noch weitere Magiergrafen laut deinen Recherchen. Einer von denen lebt wohl immer noch, vielleicht auch mit Kindern, das weißt du nicht genau. Was auch immer das mit Aranien, mit Zorgern, mit Oron, mit Elberum zu tun hat, aber das sind die Magiergrafen von Edas. Ja, das genügt mir aber auf jeden Fall. Dann würde ich natürlich nochmal kurz gucken, ob ich was finde zu dem Reif der Wogen oder Reif der Wellen. Nee, dazu gibt's nichts. Okay, alles klar. Aber dann bin ich schon mal zufrieden. Machen wir weiter mit Sulamin und Rafim. Ja, Sulamin geht plaudernd mit Rafim zum Raya-Tempel hinunter. Und ich denke, wir werden den dann auch erreichen, oder? In einem eigenen Park gegenüber dem Sklavenmarkt liegt die Halle der Tausend Lüste, der große Raya-Tempel. Phallusförmig, natürlich wie alle, fast alle Raya-Tempel. Das ist also nichts Norm, das ist also nichts Ungewöhnliches. Es gibt hier so Schnecken, Raya-Schnecken mit rosafarbenem Bau. Ist also so ein bisschen verdreht dann unten. Und man darf dann den Tempelbereich nur betreten, indem man sich in einen durchsichtigen Seidenschleier hüllt. Den bekommt ihr vorne am Einlass, am rituellen Reinigungsbecken. Da sind die abgelegt, da kann man dann auch seine Kleidung ausziehen auf so Kleiderständer, die werden auch gut bewacht, da kann man sich dann ablegen. Für einen normalen Nordländer wäre das schon zutiefst obszön, also dass man sich hier bereits also ausziehen muss und nicht nur reinigen. Und wenn ihr euch dann nach und nach dort auszieht, dann bekommt ihr wohl auch mit, wie der gegenüber aussieht. Also nicht nur bei anderen Gästen, sondern natürlich auch Rafim kann Sulamin begutachten und Sulamin eben auch Rafim. Und bei einem 2,50 Meter Koloss, ein Muskelberg, da ist natürlich auch genauso viel Penis dahinter. Das muss man erstmal reiten können. Sulamin fährt Rafim mit der Hand über die Schulter, wo die Tätowierung ist, und meint: Denke immer wieder gerne an diesen Tag zurück. Ja, das Beeindruckendste, was ich auf meiner Haut trage. Ein Zeichen einer Göttin. Ich bereue es nicht, auf den Arm gepackt zu haben. Da könnte ich es jeden Tag sehen. Nun, es ist auch etwas sehr Persönliches. Vielleicht muss es nicht jeder sehen. Ja, da mögt ihr recht haben. Aber so, Blut der Göttin, irgendwie fühlt man sich da richtig durchflutet, wenn ihr wisst, was ich meine. Ah. Kommt, lasst uns hineingehen. Ja, ihr braucht euch keine Sorgen machen, ihr klaut keiner. Keiner, der leben will. Sulamin greift sich ihre beiden Pferdekopfsäbel und nimmt die mit. Ja, Rafim scheint unbewaffnet einfach weiterzugehen. Ja, Sulamin schlendert durch die Tempelhalle und ich denke, wir werden da nicht allein sein. Sieht sich interessiert um, denn das ist für sie tatsächlich eine relevante Information. Das ist Sulamin nicht zu. Ja, wenn du dich umsiehst, kannst du tatsächlich sehen, von den klassischen drei Darstellungen deiner Göttin Raya hat man hier wohl die Raya in Ketten gewählt. Also das Symbol der rauschhaften Selbstaufgabe. Das ist jetzt natürlich jetzt nichts, was irgendwie gegen irgendwelche Verbote stößt, sondern es geht einfach nur darum, dass man sich dann so seinen eigenen Willen hingibt, das, was irgendwie tief verborgen ist. Was die Tausend Lüste angeht, gibt man sich hier Mühe, die Zahl voll zu machen, bei denen stets durch reichlich Lotus- und Tarfgenuss unterstützten Riten zeigen dann noch die Geweihte wie Gläubiger in Hemmungslosigkeit. Die Mittelländer, selbst den Priestern des eher dort auf Harmonie bedachten Raya-Kultes einige Überwindung abverlangt. Also, du könntest hinter den Vorhängen, hinter den Schleiern, könntest erkennen, wie Leute das allererste Mal ihre Drogen probieren und dabei angeleitet werden von irgendwelchen Rayanis, damit sie das eben richtig machen, oder das allererste Mal Sex oder irgendwelche besonderen Sexstellungen, irgendwas, was man sich sonst nicht traut, mit, ja, normalen Menschen und der Lust, dass man einfach da verklemmt ist. Also all das wird hier, die Ketten werden abgestreift.
Man kann hier eigentlich alles machen, solange es den anderen nicht verletzt. Das wäre sonst natürlich Ekelelch oder Left Hand. Und das ist dann eben hier nicht gewollt.